Antidote. Oh. Oranberry. Ist ja spannend hier drin. Also was die Pokes, die wilden Pokes angeht, ist das null Herausforderung. Und auf Dauer auch ein bisschen schwierig zum Trainieren wahrscheinlich. Was die Trainer angeht, die sind schon auf einem angemessenen Level. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Das ist, würde ich sagen, noch so ein schönes Mittelmaß. Ja, nicht sogar noch die Potion. Okay, so die Items hat er anscheinend alle so liegen lassen, wie sie in Pasta gerade Pasta stehen gelassen, aber gut. Butterfree 13. Jetzt haben wir die ordentlichen Klopper hier. Jetzt geht die Post ab. Das könnte ekelhaft werden. Jo, denn jetzt ist das Spiel vorbei, denn der kann von Fusion. Ja, und mit der Konfusion habe ich nicht so wirklich gerechnet. Das bedeutet nämlich, dass das Ding mich jetzt kaputt haut. Juhu, ich habe das Medpo noch besiegen können. Und erstmal Erfahrung abstauben. Weil jetzt kommt Beedrill. Ja, was soll ich machen? Keine Chance. Ich müsste anscheinend... Ja, wiped out. Natürlich wiped out. Das hätte das gedacht. Ich müsste... ja... ja, das ist jetzt doof. Wie sieht's denn mit Gary aus hier? Können wir den besiegen? Mal ein bisschen Erfahrung abknetschen. Hallo Gary! Na hey, du Rani, also guck mal wieder gehen, man, du hast doch überhaupt gar nichts auf dem Schirm, oder? Bist voll schwach. Oh Mann, ich hab schon vor 4 Pokémon! Evoli ist klar. Mal Double Kicken. Evoli war logisch, dass er das hat. Das kommt immer. Evoli gibst du jedem Rivalen, weil du einfach mit Evoli so viele Möglichkeiten hast. Ratata, was? Was soll das denn? Ratata? Der wird doch nicht augenbrennen. Ach Quatsch. Der jetzt und dann wieder. Okay, ich glaube, ich habe verstanden, was für ein System er hat. Wenn er das System hat, was ich meine, fängt er die Pokes, die es in der Nähe gibt. Das heißt, bei diesem Kampf. Ich weiß nicht, ob es beim nächsten auch noch so sein wird. Bubble? Was? Ja, komm, meine... Nee, auf gar keinen Fall lernst du Bubble. Bulbasaur. Bisasam. 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 Ja. Bisasam ist ja so stark. Yeah. Poison Sting. Nein, doch nicht. Jo, das war easy peasy. Interessant. Also Bisasam wird er ja beibehalten, das ist klar. Vielleicht behält er auch. Also das Evoli behält er auch dabei. Es ist gar keine Frage. Spannend wird es mit Ratzfratz und Taubsi. Ich glaube nicht, dass er die beiden dabei behält. Aha. So, was machen wir denn jetzt? Natürlich ein schwieriger Kampf gegen diesen Typen da. Ich muss eigentlich mit Shiggy anfangen und dafür sorgen, dass Smetbo schnell weg ist. Das Problem ist, Smetbo kriegst ja... Ja, wie kriegst du denn Smetbo down? Allein schon, was der für Attacken kann, ne? Konfusion, Schlafpuder, Giftpuder und Stance Ball. Gar nicht cool. Mit dem 13er Nidoran ist das. Das ist gar nicht so leicht. Ich versuch's nochmal. Mach ich jetzt erst das Shiggy? Oder mit Watergun, der macht natürlich schön Schaden, aber Nidoran ist halt mit einer Konfusion weg, ne? Ne, Nidoran brauche ich noch. Ich muss versuchen, mit Shiggy Smetbo zu besiegen. Bibo müsste ich eigentlich mit den beiden down kriegen. Nochmal Tail Whip. Oh, was? Ach komm schon.
Jetzt mache ich immer Konfusion. Das ist unten. Oh, toll. Du Ratte, du. Warum macht er denn jetzt andauernd Konfusion? Gerade macht er hier Powder, 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 Powder. Er greift mal an. Ach komm, ja, so viel kann ich nicht nachheilen. So ist gut. Nochmal. Ja, so ist perfekt. Ah, alles klar. Damit haben wir den ersten down. Der zweite dürfte einfacher sein, deswegen hole ich gleich mal meinen kleinen Vergumpel hier oder nämlich raus. Focus Energy. Oh, macht er auch. Und jetzt geht's drum. Okay, Beedrill hat's nochmal gemacht. Der macht nur 4 Schaden, das ist nicht schlimm. Ja, da trifft aber 5. Ja, ist genau 5-mal getroffen. Na komm. Der trifft. Ja, und weg. Yes! So spielt man das Spiel. Jake. Arschloch. Das ist... Magsafkon. Shaggy. Die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich mit. Gut. Not to be rising easy in the forest. It went and evolved. Lol, was? Die Pokémon live only in the forest and caves. Ach, okay, man kann hier... Ah, so geht das auch. Man kriegt also wirklich viele Evoli, alle Evoli-Entwicklungen. Toll, den alten fiesen Pummeluff-Sprite haben sie da gelassen. Nicht wahr, Pummeluff? Pummel, ich sehe aus wie ein Pipi, aber Pummel, Pummel. Ja, ist klar. Alright, dann wollen wir mal gucken gehen. Pokémon Nummer 2 Potions. Ja, das ist so wichtig. Und natürlich unser Weg für zu Röcke. Was steht? Okay, das Gym ist anders geschrieben. Okay. Pokémon Leader Brook, Winning Trainer Scary. Sonst hat noch nie jemand gegen ihn gewonnen. Ist klar. Stop right there, Kid. Oh, wer ist hier, Kid? Wer ist hier ein Kind? Ich glaub's ja nicht. Daniel, du bist aber kein Kind mehr, oder was? Du bist schon groß. Hä? Ich dachte, ich hätte getauscht. Toll. Ich dachte, ich hätte getauscht. Naja, Nidoran, dann do your worst. Dann. Ja, warum auch? Ist ja auch willkommen. Na, es geht doch. Also wenigstens Level 15 erreicht. Immerhin. So, jetzt aber wechseln. Sein Name. Mudslap? Okay, cool. Mudslap ist eine schöne Idee. Es gibt also auch die Attacken der zweiten Gen hier schon. Ah. Welch illustre Idee. So, danke schön. Wenn ich jetzt gegen Brook hier antrete, dann will ich aber mal einen Shiggy vorne haben. So. I'm Brock, a pure river, I believe in Brock type defense and if Brock type air challenge show me. Alles klar. Oh, drei Po. Oh, sie wurden verändert! Sehr geil! Fuck you, jetzt mein Aerodactyl! Ist klar mit Sand Attack, natürlich! Wer hat denn so ein Aerodactyl? Verpiss dich, Mann! Alter, erzähl mir doch keinen vom Pferd, ey. Bite. Oh, sehr schön. Auf jeden Fall für Tail Whip. Was kommt jetzt? Oh, Monster, ist klar. Amoroso. Oder geht, das geht aber besser. Aber, du schwächt das Ding ordentlich vor, ne? Ach, das war knapp. Weit weg. Aufgegessen. Boah, Kamutops, was? Okay, jetzt wird's eklig.
Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Der kann Absorber. Oh, Scheiße. Ach, Kacke. Nee, nee, das verlieren wir jetzt mal eben da heilig nicht. Da arbeiten wir gegen an. Naja, easy, da weiß ich doch schon. Jetzt weiß ich Bescheid. Shigi bleibt vorne. Shigi wird jetzt darum bemüht sein, Omastar und Aerodactyl wegzubashen, um dann mein Nidoran männlich für Kabutops bereit zu haben. Das ist schlecht, jetzt hat er direkt mit dem ersten getroffen. Aber wir auch. So, Omas, ich wechsle jetzt trotzdem einmal hin und her, nur um den Sandwirbel-Effekt zu neutralisieren. So. Und dann mal gucken. Withdraw. So, Aurora Beam wird keinen Schaden machen. Withdraw. Und jetzt wird Tackle auch keinen Schaden mehr machen. Gucken. Warum ist Water Gun eigentlich gar nicht... Oh, toll, jetzt fällt mir eine Attacke. Ist Water Gun eigentlich nicht normal effektiv? Die Viecher sind Gesteinwasser. Okay, ich mach kaum Schaden bei Water Gun. Das kann mir aber auch keiner erklären, oder? Gut. Omastar ist auch weg. So, Nidoran Level 16. Und jetzt kommt sie nach vorne. Showtime. Oh, der kann Water Gun, naja. Gar nicht gut. Aber Heide Witzka machen wir Schaden. Scratch, easy peasy. Komm, den haben wir jetzt. Ja, Absorb machen nichts. Und da ist der Sieg. Nice. Oh, ich hab gewonnen. Boulder Badge. Kann Flash einsetzen. Und Shiggy hat der ganze. Lol, das war voll alles so blutrot. Shellac! Und natürlich entwickelt sich auch Nidoran. Zu Nidoran. Yeah. Wait, take this with you. 1036. Bla 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 bla. Technik, bla bla bla. Okay, für die Rock Tomb. Oh. Nice. TMs wurden also auch verändert, die man bekommt. Das finde ich gut. Und die Arena-Leiter an sich wurden verändert. Das finde ich auch sehr schön. Alles positiv zu bewertende Dinge. So, diese Route ist natürlich wieder komplett gleich. Hat sich nicht viel getan. Gucken wir mal, was die so hier zu sagen haben. Oh, die hat neue Pokes. Die hatte vorher andere. Baby Dollies. Was? Baby Dollies? Cooler Augen oder wie heißt die Attacke nochmal? It's not? Oh mein Gott, nein. Was? Bitte was? Also ist der Feen-Typ hier eingesetzt, hat Einzug gehalten, tatsächlich. Igitt. Ach du Scheiße, war der gegen Fee nochmal effektiv? Oh Gott, Gift. Das weiß ich noch. Gift und Stahl, glaube ich, ne? Why, keine Ahnung. Nidorino. Ja, da habe ich jetzt auch mit mehr Schaden gerechnet, Nidorino. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. La 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 la. David ist auch hier. Guck mal an. So, Aquaknarre. Kukuna. Ja, Nidorino auf jeden Fall. Komm, der ist noch zwei Level hinten an, der muss noch ein bisschen trainiert werden. Ah ja, Kukuna Level 15. Nicht schlecht. Gibt dick Erfahrungspunkte. Für mich! Level 18! Brauche ich bald nur noch einen Mondstein, dann kann ich schon mal ein fettes Nidoking machen. Und vielleicht bald mal so ein drittes Poke, wäre ganz cool.
Ja, wenn ich den nächsten Rivalenkampf so vor Augen habe, wird bestimmt nicht einfach. Und da wäre ein drittes Punkt bestimmt von Vorteil. Was wäre denn angemessen? Vielleicht gibt es auch was im Mondberg. Ah. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit dem Team, was so bisher hier rumläuft, ne? Metapod, ne? Nido Reno. Er steht noch. Jetzt liegt er. Hups. Guten Tag. Hey, was machst du denn hier, Mann? Bist einfach da runtergejumpt, du geile Sau. Jungster Arnold. Hey, Arnold. Aber wir sind auch stärker gemacht worden, haben den Post. Ich kann mich an ihn erinnern, der hat eigentlich immer nur ein Habitat gehabt. Pool. Tackle? Ja, mach mal für Tackle. Whirlpool ist ja wie Feuerwirbel und so. Das kann man mal immer mal gebrauchen. Oder? Mal gucken. Puh, Alter! Vielleicht auch nicht. Last, last, last. Ja, findest du die Serie cool oder was? So, nächste. Und Jennifer. Jiggy. Puff! Can't move. Lol, was? Lol. Okay, easy peasy. Whirlpool. Ey! Oh, lol, willst du mich verarschen? Es schlottert mir. Was schlottert mir? Es schlottert mich. Alter, jetzt hör doch mal auf. Aber immer nur zweimal. Warum nur zweimal? Weil du kannst wohl öfter sitzen. Ich habe kein Problem mit. Dum, 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 dum. Guten Tag. You can fight my new Pokémon. Larry, da bin ich so ein bisschen oddisch. Okay, das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Nee, da. Bist du ein kleines Arschloch. It's fully paradise. War Turtle 21. Bellsprout, ach du Arzt. Oh nein, jetzt bin ich. Warte. Ich habe ja hier Paralyze hier. So. Wie sieht denn Knuffenser aus? Total kränklich. So voll so. Töte mich! Und Blutzuck. Ja. Oh, voll fies mit Konfusion angegriffen. Kannst auch nicht mein Nidorino mit Konfusion angreifen. Das gehört sich nicht. Nee, lieber nicht. Ich gehe mal eben heilen und komme dann wieder. Manchmal Feigling. Oh, gibt's hier noch Carpador? Carpador. Gibt's das hier noch? Hello there, I've got a deal just for you. Yes, Bow Magica for just 500 Pokédollar. Nein. Auf keinen Fall. Ich habe ein Wasser-Pokémon, ich möchte kein weiteres. Eek! Did you touch me? Oh, yes. Hillary, was Hillary? Wigglytuff ist klar. Einfach mal. Lol. Naja, kein Schaden. Okay, Whirlpool macht deutlich mehr Schaden. Mach mal Whirlpool. Also gut, dass ich. Ach, Potion. Sweet. Dass ich Whirlpool gelernt habe. Die Attacke finde ich gut. Ist klar. Pixie. Funktionieren eigentlich Kampfattacken?
Nee, alles klar. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Naja, ich switch ja schon aus, meine Güte. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich einen Schnitt machen und eben kurz pausieren, weil der Huduran muss mal für Königstiger. Und das Gefühl schon seit Aufnahmebeginn. Alter, ist wohl cool. Damit müsste ich eigentlich nur noch Toxin haben, dann haben wir's. So, was gibt's hier für Pokes? Ein 0815 Habitak. Das möchten wir nicht. Komm, jetzt sag mir nicht, dass es hier nur die 0815 Viecher gibt. 0815. Komm schon, Duran braucht ein neues Paar Schuhe, Durani. Das sieht schlecht aus. Freunde, ich glaube, hier werden wir nicht auf ein interessantes, auf kein interessantes Pokémon treffen. Sieht nicht gut aus. Nee. Dann gehen wir Richtung Richtung Mondberg. Und werden dort beim nächsten Mal mal ein bisschen versuchen, klarzukommen. Vielleicht ein neues Teammember catchen. Je nachdem, was da rumläuft. Ich erhoffe mir ja einiges. Ich save mal ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.